Ciao zusammen. Ich stelle euch heute mein Pizzateigrezept vor, das aus einem Bieger Vorteig und einem polisch-ähnlichen Vorteig besteht, wo beide am Ende miteinander verheiratet werden. Das Verhältnis ist hier 80% Bieger und 20% polisch. Polisch ähnlich, weil er mehr Wasseranteil besitzt und dadurch auch noch ein wenig säuerlicher wird. Durch diese Teigführung möchten wir die Vorteile des Biegerteiges, nämlich das luftig lockere ausschöpfen, aber vom Geschmack das brotartige übertünchen und das säuerliche Frische des polisch Vorteiges einfließen lassen. Als weiteren Vorteil kann der geringe Hefegehalt angesehen werden, der sich auf das Minimum beschränkt, da sich die Hefe aufgrund der beiden Vorteige besser verteilt. Für dieses Rezept verwenden wir zwei verschiedene Mehle. Ein Mehl mit einem Proteingehalt von 14% für Bieger und für Polisch eins mit 12 bis 13% Proteingehalt. Bei einer finalen Nutration von 72% lässt sich der Hauptteig noch gut verarbeiten und geht schon auf. Zuerst lösen wir die Hefe 0,4 Gramm im kalten Wasser auf. Vermischen es mit dem Löffel, bis die Hefe sich anständig verteilt hat. Bei 80% Bieger benötigen wir für 6 Teigballen à 300 Gramm 836 Gramm Mehl, 376 Gramm Wasser und 0,4 Gramm Hefe. Wir verteilen das Wasser schon gleichmäßig über den Mehl. Unseren Bieger-Vorteig haben wir jetzt in diese Box reingetan, dass sie nicht austrocknet. Als nächstes kommen wir zum Polisch-Vorteig. Hierzu benötigen wir 0,3 Gramm Hefe. Das lösen wir wieder im Wasser auf. Haben wir 222 Gramm Mehl und 386 Gramm Wasser. Das gießen wir jetzt langsam drüber. Vermischen
wünschen wir es mit der Gabel. Auch wieder so schlückchenweise. Beide Mehle werden ohne Salz angemischt. Das Salz kommt erst am nächsten Tag dazu. So, da habe ich noch einen Tipp für euch. Und zwar, das decken wir jetzt dann noch ab. Geben dann beide Teige in so eine Styroporbox. Zwei Kühlakkus dazu. Und beide Teige dürfen dann bei 24 Stunden bei 12 bis 17 Grad gehen. Die Teige haben jetzt 24 Stunden im Keller verbracht. Biegerteig. Der Polischteig hat auch schon ordentlich Gärung, wie man sieht. Da haben wir da schon unseren Bieger in der Teigbildmaschine. Jetzt unseren Polisch dazu. Erstmal nur ein bisschen. Wir stellen die Teigmaschine auf langsamere Stufe. Geben wir wieder ein bisschen was dazu. Verteilen es zwischendurch mal mit der Spatel ein bisschen.
Wenn der Teig sich dann grob verteilt hat, halten wir die Maschine für 20 bis 30 Minuten an und lassen den Teig in der Maschine ruhen. Jetzt 30 Minuten in der Knetemaschine verbracht. Jetzt bringen wir unseren Knetvorgang zu Ende. Wir geben unser Salz dazu, 37 Gramm. Wir halten dabei immer unsere Temperatur im Auge, nicht über 25 Grad. Fenstertest. Jetzt planen wir eine Stunde Stockgare und sechs Stunden Stückgare, davon vier im Keller, bei Kellertemperatur und zwei bei Raumtemperatur.